Machen wir es praktisch. Also, Sie und ich, wir selbst sitzen am Ufer des Lebens. Nennen wir es den Fluss des Lebens. Und dieser Fluss bringt Ereignisse mit sich. Heute Frankfurt, 22 Grad, Sonnenschein. Wir sitzen an diesem Fluss und beobachten, was uns so passiert, abgeleitet von dem Wort Passage. Welche Farbe hat eine Zitrone, wenn sie eine blaue Brille aufhaben? Antwort? Nee, die ist nicht grün. Die bleibt gelb. Können wir aber nicht sehen, weil wir durch ein Prisma schauen. Das heißt, wir schauen durch eine Brille, genannt Ego. Wir können die Welt nicht so sehen, wie sie ist. In den Worten der Dichterin Anais Nin: Du siehst nicht das, was ist, du siehst nur das, was du bist. Ein Mann sieht die Welt anders als eine Frau. Nicht besser, schlechter, anders. Ein Kind anders als ein Greis, ein Hindu anders als ein Moslem, ein Ingenieur anders als ein Dichter. In Schopenhauers Worten: Bei gleicher Umgebung schaut doch ein jeder Mensch in eine andere Welt. Bei Immanuel Kant lesen wir: Über das Ding an sich können wir keine Aussage treffen. Oder die Heisenbergsche Unschärferelation in der Physik: Der Beobachter bestimmt das Beobachtete. Ich komme jetzt mal zu meinem kleinen Beispiel hier. Bitte Sie einfach mal den Satz abzuschreiben, der an der Tafel steht. Das kommt nur für Bruchteile von Sekunden. Bitte einfach mitschreiben und dann den Stift wieder weglegen, okay? Achtung, kommt nur ganz kurz. Was steht da? Bitte mal aufschreiben. Ohne beim Nachbarn zu gucken. So, schauen wir uns das nochmal an. Wer hat das? Als moralisch gesunder Mensch haben Sie das nicht gelesen. Manch einer hat das zweite Dem unterschlagen, weil der Verstand hat bereits eins registriert. Dann haben Sie ein I gemalt, wo ich gar keins habe. Und dann steht noch XYU, aber Sie sind gewohnt, XYZ zu schreiben. Also, wer im Raum hat es? Exakt so, wie es da steht. Niemand. Was Sie hier sehen, ist die Wahrheit. Was auf Ihrem Zettel steht, ist die Wirklichkeit. Und das dürfen wir niemals verwechseln. Wir können die Wahrheit nicht erkennen. Nur das, was bei uns wirkt. Wir haben keinen direkten Zugang, jedenfalls nicht über den Verstand, zu dem, was im Leben passiert. Religio heißt Rückbindung. Da sind wir selbst wieder in Kontakt mit dem Leben. Was genau hält uns so davon ab, die Dinge zu sehen, wie sie sind? Es sind unsere Erwartungen, Hoffnungen, Wünsche und Befürchtungen. 14 Tage Mallorca, es regnet jeden Tag, Sie hatten die Erwartung, Sonnenschein, braun werden, Strand liegen, Sie kommen nach Hause und sagen, das Wetter hat mir den Urlaub versaut. Sie verwechseln schon wieder Ursache und Wirkung. Ereignis ist nicht Ihr Erlebnis. Enttäuschung setzt Erwartung voraus. Alle Enttäuschungen Ihres Lebens hatten nur eine einzige Ursache, Ihre Erwartungen. Leben ist Ereignis minus Erwartung. Aber die meisten Menschen leben in ihrer Erwartung. Man kann nur wunschlos glücklich sein, weil jeder Wunsch impliziert die Möglichkeit des Scheiterns, nichts dagegen Wünsche zu haben. Es gibt einen wunderbaren Satz bei George Bernard Shaw: Es gibt nur zwei Dramen im Leben, ein erfüllter und ein nicht erfüllter Wunsch. Ein erfüllter Wunsch lässt uns in einer Situation verharren, die nennt man Horror Vacui. Wir stehen vor der großen Leere und jetzt was? Und ein nicht erfüllter Wunsch, natürlich auch ein Drama, wann bekomme ich das endlich? Man kann nur wunschlos glücklich sein. Wir scheitern nie daran, wie Dinge sind. Wir scheitern nur an unseren Ansprüchen. Nehmen wir ein Beispiel, Vorname. Wolfram. Wolfram hat sich unter spanischen Palmen bei Iglesias Musik bös verliebt. Für Wolfram ist Iglesias hochpositiv besetzt. Vorname, bleibt's anonym. Frank. Wir unterstellen mal, Frank hat eine ganz andere Erfahrung mit Iglesias. Seine Frau steht auf Iglesias, hat sich im Bett auch schon verplappert. Oh, Julio. So. Das heißt, für Frank ist negativ besetzt. Jetzt kommen die beiden im selben Taxi hier rausgefahren und Hessische Rundfunk spielt Iglesias. Dann haben wir zwei völlig unterschiedliche Erlebnisse. Wolfram geht's gut, Frank geht's schlecht. Und hier die entscheidende Frage: Was hat Iglesias damit zu tun? Absolut gar nichts. Aber seien wir bitte ehrlich, so leben wir unser Leben nicht. Wir behaupten vom Haupte her, was ich erlebe, findet statt. Und genau das stimmt nicht. Wir leben unser Leben fast immer aufgrund völlig falscher Ursachen. Also, nochmal die Eingangsthese.
Wie du führst, ist, wer du bist. Bewusstheit. Das heißt also, sich immer wieder vor Augen zu führen, dass Lebenskrisen Wahrnehmungskrisen sind für mich der allererste Schritt, um überhaupt über das Thema Führung sprechen zu können. Problem ist immer das Delta zwischen dem, was ist und wie Sie es lieber hätten. Oh, da habe ich ein Problem. Aber das Problem haben Sie kreiert. Nicht den Fakt, aber das Etikett Problem. Glücklich sein können Sie nur, wenn Sie Ja sagen zu dem, was passiert. Glück ist eine Frage der Akzeptanz dessen, was ist. Wann immer Sie akzeptieren und Ja sagen zu dem, was ist, nicht fatalistisch, einfach nur, weil Sie erkennen, was ist, ob ich das mag oder nicht. Wer fröhlich seine Glatze föhnt, hat mit dem Schicksal sich versöhnt. Hakuna Matata, c'est la vie. Take it easy. Et kütt wird kütt, sagt der Kölner. Ich gebe Ihnen die Formel für Unglück, kommen Deutsche besser mit klar. Das Glück ist tot, ist immer der Vergleich. Wenn Sie es vor Glück nicht mehr aushalten, müssen Sie nur eins tun, vergleichen Sie das, was passiert, mit dem, wie Sie es lieber hätten, Bums, Unglück. Also nochmal, und das sollte die Botschaft aus diesem kleinen Vortrag sein. Für unser gesamtes Denken, Fühlen und Handeln sind wir absolut selbstverantwortlich. Ich habe mich so darüber geärgert, ich mache mir Sorgen, ich muss mich mal beschweren. Das müssen Sie alles selber tun. In diesem Sinne, verstehen Sie vielleicht auch den Satz, jeder ist seines Glückes Schmied. Und darum oder damit möchte ich mich bedanken und wünsche Ihnen noch einen wunderbaren Abend bei sehr, sehr vielen hochinteressanten Gedanken von allen Rednern, die Sie noch erleben werden. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön.